Genau, wenn jetzt mal eine Stoßstange gerissen ist. Ne? Stoßstange ist hier gerissen, Halterungen brechen weg. Manchmal fehlen ja so Teile, aber genauso sage ich mal jetzt wie Scheinwerferhalterungen brechen ja weg, manchmal auch bloß in den Nasen. Ne? Guck mal, eine Bruchstelle, die sieht nicht so aus, wie ich jetzt hier einschneide, sondern es bricht ja meistens immer so weg. Richtig? Genauso kann es sein, dass jetzt mal hier eine Ecke fehlt. Jetzt hast du im Prinzip so eine Naht hier. Ne? Was für ein Kunststoff kaputt geht, das weißt du nicht. Jetzt machen wir Folgendes, wir kleben das nicht mehr, sondern es wird immer geschweißt. Einfach anpassen, so wie ich es wieder haben will. Jetzt hast du hier ein Granulat, das ist ein Pulver. Damit gehe ich genau da rein, wo die Bruchstellen sind. Ne? Fülle das praktisch auf. Jetzt gebe ich hier nur noch einen Tropfen drüber. Das wird jetzt richtig schön heiß und verschmilzt praktisch sämtliche Kunststoffe. Zack. Einfach nur einen Tropfen drüber. Das fängt sofort an zu qualmen. Ne? Und dann bin ich auch im gleichen Augenblick fertig. Da brauche ich jetzt nicht mehr eine Stunde mit Mischen, Mixen, sondern du hast sofort solche Festigkeiten. Jetzt kommt es drauf an, wie dick ist das Material. Ne? Hast du jetzt einen Zentimeter wie hier oder bloß 2-3 mm wie jetzt bei einer Stoßstange? Also, andere Seite guckst du, wie dick es ist. Hier fehlt ein bisschen was, mache ich die gleiche Naht genauso. Ne? Einfach auffüllen, zack, Tropfen drauf geben. Da hier ist wieder, es gibt eine chemische Reaktion. Fertig. Das kannst du jetzt aber sofort schleifen und lackieren. Ne? Also du gehst jetzt hier drüber, das wird runtergeschliffen. Dann brauchst du nicht stundenlang mischen, mixen oder weiß ich was, sondern du hast dann sofort solche Festigkeiten. So wie jetzt hier, abschleifen, lackieren, erledigen. Ne? Und genauso gehst du, wie gesagt, auf Aluminium. Genauso kannst du da eben mal einen Kühler reparieren. Ne? Oder auf Aluminium, wenn da ein Steinschlag drin ist. Genauso kannst du aber auch Metall machen. Ne? Du kannst ein Gewinde reinbohren, du kannst Löcher zumachen, das spielt keine Rolle. Ja? Wenn jetzt, sag ich mal, Moosgummi gerissen ist, Gummiteile, da wird es anders gemacht. Da lassen wir im Prinzip den Füllstoff weg. Hier nimmst du nur den Kleber alleine. Also, Tropfen drauf. Nur an der Stelle Druck ausgeben. Ja? Zieh. Eine Festigkeit. Du kannst ihn biegen, knicken, drehen, ziehen, wie du willst. Und der bleibt flexibel. Ne? Den kann ich drehen und knicken und wicken, wie ich will. Wenn ich einen Innenspiegel machen muss, dann hast du wieder Glasmetall. Also das gleiche wieder. Kurz vorher ein bisschen sauber machen den Spiegelfuß. Ne? Anpassen da, wo ich den hinhaben möchte. Nur einen Tropfen, komm her, nur einen Tropfen hinterlaufen lassen, erledigt. Ne? Fertig. Und dann ist der sofort bombenfest. Kann ich probieren, wie ich will. So, und genau so, wenn ich jetzt mal einen Tropfen auf den Finger. Genau. Hör mal drauf auf die Pfoten. So, wenn ich mal wirklich einen Tropfen auf den Finger bekommen sollte, ne, und gehe jetzt so zusammen, weil den ganzen Sekundenkleber misst, dann musst du Angst haben, sag ich mal, dass die Finger zusammenkleben. Wenn ihr eine Stunde stehen, wie ich will, geht es so auseinander. Warum? Weil jeder ein bisschen Schwitz, Fett, Feuchtigkeit findet. Das, was du jetzt auf dem Finger hast, das wirst du abgewaschen. Und was du noch mitmachen kannst, ist zum Beispiel, wenn jetzt solche Zähne mal hier wegbrechen, ne? Und die fehlen komplett, oder wie jetzt hier so ein Zahn, dann kannst du natürlich eins machen und baust dir das wieder nach. Einfach nur ein bisschen Papier wieder, okay? Das füllst du jetzt so auf, wie du das Ding wieder haben willst. Ne? Auffüllen. Tropfen hinterher. So. Das wird jetzt so schön heiß. Kannst du mir zugucken, wie das anfängt zu qualmen. Ne? Nummer 1. Andere Seite machst du das genauso. Zack. Fertig. So, jetzt kannst du dir das hinschleifen, wie das Ding wieder ausgesehen hat. So, und schon, sag ich mal, hat man sich eben so einen Zahn wieder dran gebaut. Ne? Für mich ist es nur wichtig, dass ich ihn hier vorne anfassen kann, ohne dass du Angst haben musst, dass das Ding gleich wieder abbricht. Und das schaffst du mit kein zwei Komponenten. Ne? 2 Jahre lang kannst du die Flasche auf, zumachen, wie du willst. Die trocknen dich ein, wird nicht fest, wird nicht hart. Schluss! Das gibt für alle Kunststoffe. Was ist das?
den Kunststoff? Probier jetzt mal. Was steht da drauf? Polypropylen. Es ist egal, was du für Kunststoff hast. Es ist auch egal, was für Material du hast. Ob du jetzt, sag ich mal, Aluminium nimmst, ob du Holz nimmst, ob du Keramik nimmst, das ist scheißegal. Jeder Kunststoff, ob